Hallo und ein herzliches Willkommen wieder bei Let's Play Rome Total War. Wir wollten in dieser Runde jetzt noch schnell unsere schöne Streitmacht sammeln. Ich hoffe, ich habe genug Platz für meine schöne Streitmacht. Wäre blöd, wenn nicht. Am Ende dann so, so wenig Platz. Das wäre ja jetzt nie so praktisch. Ich habe hier noch 4. 1, 2, 3, 4. Da kommen noch 4. Okay, irgendjemand wird dann daheim bleiben müssen. Mal sehen. Also, wie ich's mein. Ja. Wer bleibt zu Hause? So wie ich das sehe, wird es wohl, wenn es diese Velite ist. Die gehen dann eiskalt nur hier hin. Er wartet auf bei Brücke auf sie. So einfach. Das dauert noch. Ach ja. Okay. Entschuldigung, musste gerade ein bisschen schlucken und ein bisschen atmen. Konnte gerade nichts sagen. War gerade wie gelähmt. Okay. Dann schauen wir mal. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Und eigentlich will ich gar nicht mit Ihnen verhandeln. Ich würde jetzt nur platt machen und dann. Weiter geht es nicht. Sind da nur noch die Spanier, die mir Iberien. Mir in Iberien nicht gestatten. Die iberische Halbinsel. So. Ach, gleich. Bald gibt es kein Makedonien mehr. Ja. Nächste Runde dürfte es kein Makedonien mehr geben. Alles klar. Runde beenden. 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 Okay. Zu Diensten. In irgendwo. Weiter geht es nicht, Herr. Ist es? Weiter ich geht dachte, es nicht. Ich dachte gerade, aber ja. Weiter gut. Geht es. Hat sich dann erledigt. Denken ist eh nicht meine Stärke. Ja, Spanien, Numidien im Krieg. Ja, klar. Parthien, Numidien, Bündnis. Genau. Parthien, Pontus, Bündnis. Also, Numidien hier. Noch. Besitzen noch Libyen und die nächste Provinz ist hier Parthien. Die Parther sind hier. Deren Hauptstadt ist da. Das wäre, wenn Spanien denen den Krieg erklärt und die denen auch nochmal den Krieg erklären. Die können voll viel ausrichten. Die können mega viel helfen. Absolut. Das wird gehen. Baubericht. Eindrucksvoller Tempel des Jupiter. In Batavium fertiggestellt. Arcana. Bilden wir ein paar Arcana aus. Warum? Weil wir es können. Ganz easy. Weil wir es können. So, dann bauen wir eine große Stadtmauer. Mediolanum ist der Schützenplatz fertig. Kavalleriestelle. Ja. Dann noch Lugdunum, Schrein des Jupiter ist fertig. Achso, die haben noch die Stelle. Ja, dann ist das halt so. So, fertig. Neues Familienmitglied Sabina. Ansehen beim Senat steigt. Ja, ist okay. Rundenbericht. Ja. Was können wir sonst noch machen? Ist halt so die Frage. Eigentlich nichts weiter, nichts Besonderes. Erwarte eure Befehle. Sofort. Boah, die haben noch nicht mal 50 Truppen. Jupp, das wird eine leichte Kriegsbeendigung. Ups. Ja, komm, die eine Runde ist dann jetzt auch egal.
eine Runde hin oder her. Macht's denn so nicht aus. Zack. Schiff ist weg. Und ich mach das da halt noch weiter. Jo, jo, jo. Ein Dreieck. Ach, vielleicht. Ich weiß nicht. Ups. Nein, das wird noch nicht über. Das werdet ihr noch nicht sehen, weil, naja, das. Projekt ja noch sozusagen aktiv ist. Aber ich habe mir schon was Neues überlegt. Mit einem guten Kumpel von mir. Der hat mich nämlich dazu überredet. Ach nee. Nee, das verrate ich euch noch nicht. Der hat mich auf jeden Fall zu einem Spielkauf auf jeden Fall überredet. Von diesem Spiel bin ich sowas von begeistert. Wie viele Möglichkeiten es da auch gibt. Ich finde das Spiel mega geil. Und dazu wollte ich zusammen mit ihm dann ein Let's Play Together sozusagen machen. Ein gemeinsames Let's Play Projekt. Super, die Armee ist fertig. Und ja, der geht zwar jetzt studieren und ich muss dann natürlich wieder arbeiten gehen. Im Moment bin ich noch krank geschrieben. Hört man vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Und ja, das wird auf jeden Fall ein mega geiles Projekt. Wir wollen da nämlich, es ist ein historisches Spiel von einem sehr wichtigen Ereignis. Das mehrere Jahre gedauert hat. Ja. Und da werden wir mal ein paar nicht ganz historisch korrekte Entscheidungen treffen. Um mal zu sehen, was hätte sein können, wenn damals genau anders entschieden worden wäre. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das wird mega geil. Da bin ich, und da kann man auch ein bisschen über die Thematik mit ihm reden. Der kennt sich da auch ein bisschen mit aus. Also, es wird mega geil. Das könnt ihr mir glauben. Und das werden wir auch richtig machen. Denn so oft haben wir noch nicht zusammen gespielt. Und das, was wir dann zusammen erreicht haben, war echt krass. Fand ich. So. Also, darauf könnt ihr euch dann mit Sicherheit freuen. Wobei ich noch nicht weiß. Ich überlege mir gerade sowas. Also ich habe mir diesen Monat jetzt ein neues Headset gekauft. Das kommt dann jetzt für mich jetzt am Donnerstag. Ich weiß nicht genau, wann der Part hier jetzt rauskommt. Deswegen werde ich das Headset wahrscheinlich schon haben. Und den nächsten Monat, also im Oktober, Anfang Oktober, wollte ich mir ein neues Mikrofon zulegen. Ich kriege ja Gehalt und dann kann ich mir ein neues Mikrofon leisten und erlauben. Und das wäre mega geil, mit dem neuen Mikrofon dann aufzunehmen. Dann versteht man mich vielleicht auch besser. Dann muss ich mich auch nicht so runterbeugen, nicht so gekrümmt sitzen, wisst ihr? Es tut sich was auf diesem Channel. Nicht viel, aber es tut sich was. Und ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht das Let's Play Together mit ihm jeden zweiten Tag raushaue und dann parallel, ich weiß, das wird viel, aber vielleicht so parallel noch ein Singleplayer Let's Play zu einem anderen Spiel machen würde. Vielleicht auch, dass so in die Thematik reinpasst. Ja, jetzt können wir mal die Runde beenden, oder? Ja. Da hätte ich nämlich zum Beispiel auch schon eins. Das wäre. Von dem Spiel bin ich da richtig begeistert. Echt. Das ist auch richtig, richtig geil. Macht nichts. Könnt ihr versenken von mir aus. Sonst ist es halt so. Ja.
Es gibt halt viele Spiele, die mir gerade in letzter Zeit mega viel Spaß machen. Und da fällt leider Rome Total War nicht so direkt mit rein. Leider. Natürlich Spanien und Numidien wieder im Krieg. Karthago, Gallien, Bündnis erklärt. Das wird's jetzt. Das wird's ihnen bringen. Eindeutig, Ägypten, Skythen. Ja. Werden wir sehen, wie lange die ihren Bündnis erhalten. So. Nein, ich muss ja da hier oben lang. Weiter! Und jetzt gehen wir mal nach unten und. Wo haben die jetzt die Armee her? Ach, leckt mir am Arsch, meine Güte. Leckt mich doch an die Füße. Zack, belagern. Oh, leck mich doch jetzt, ein Wichser. Mit den beiden Elefanten wird das nicht so einfach. Die können nämlich wirklich durch meine Leute durchmarschieren und alle umlegen. Da wäre ich jetzt kein Freund von. Ich muss gucken, wie lange habe ich. Wir haben noch 10 Minuten. Gut. Arcana, super. Arcana sind mega geile Truppen, muss ich ehrlich sagen. Susanne, Enttäuschung. Also, sie sind ein schattenhafter Bestandteil der römischen Armee, der in kleinen Gruppen organisiert und zu Tarnung und Täuschung fähig ist. Die Arcana existieren fast in einer Geheimgesellschaft, deren Namen noch nicht einmal ausgesprochen werden sollte. Die Rüstung, die sie tragen, ist fein gearbeitet, daher bietet sie einen hervorragenden Schutz, behindert diese fantastischen, fitten Arcana-Truppen jedoch nicht. Ihre Gesichtsmasken bewirken, dass gegnerische Truppen gegebenenfalls sogar vor Furcht fliehen, wenn sie eine Gruppe dieser blutlustigen Gegner sehen. Das glaube ich denen sogar. Also so, begegnet mal so. Wie ihr sehen könnt, 32, so eine Truppe von 32 Leuten mit halt 64 Messern oder halt Schwertern. Damals waren es ja für die Schwerter. Für mich sehen das eher aus wie so ein Dolch oder so. Naja. Ja, müsst ihr mal sehen mit so einer Maske dann. Und die laufen dann auf euch zu. Mal sehen, wie ihr dann reagieren würdet. Hut ab für alle, die stehen bleiben, aber ich glaube, ich würde mich da wohl eher verpissen. Wobei ich generell wenig mit Krieg zu tun haben möchte. Legionskaserne. Karales, ja. Hm. Hauptstadt. Hauptstadt nicht. Das baue ich zur Hauptstadt. Ich meine Hauptstraße. Na, wo Marcius. Erstmal schön ausbauen hier und so. Und ja, das war's für immer. Nach Martius erstmal. Karthago, Reichspalast ist durch. Gut. Limonum, Markt. Stelle. Hafen. Ach komm, bauen wir einen Hafen. Ist doch nichts verkehrt dran. Alesia. Die kriegen hier. Was kriegen die hier? Die könnten einfach mal eine Legionskaserne kriegen. Warum? Weil ich hier auch durchaus schwere Infanterie werde brauchen können. 93%. Boah, das ist der Anfang. Belenus, der lebt immer noch. Das ist der Anfangs. Ich glaube, das ist der Anfangs. Anführer. Den die halt von Anfang an haben. Hart. Tiberius Petronius. Ja, super. Toll. Schön für ihn. Plus 11.000. Yay. Ja. Okay. Noch 5 Minuten haben wir. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Runde. Ach, Makedonien wird es noch länger geben. Cyrenaica gehört ja noch denen. Cyrenaica gehört denen ja noch. Ja, ja. Dann schauen wir mal. Aber ich habe die Nachricht. Arivinum was bauen lassen, oder?
Oder? Baubericht. Ja, Aretium. Okay. Ja, nee, ich dachte gerade. Aretium, da kommt erstmal eine Akademie. Nein. Religionskassier. Und Areminum ist der Rüstungsbau fertig. Kommt. Dann kommt da erstmal ein großer Tempel des Jupiter. Und Lugdunum sind die Ställe fertig. Dann bauen die jetzt erstmal einen schönen Tempel. Ja. Waffenstücke natürlich Spanien, Numidien und Armenien und Pontus. Ist schon krass, wenn man sich überlegt, dass die ganzen Reiche, die die Römer erobert haben, das war nämlich immer so mein Gedanke. Was wäre gewesen, wenn die Völker die Römer als die Gefahr von Anfang an gesehen hätten, die sie dann tatsächlich waren? So dass sich gegen die Römer eine Allianz gebildet hätte. Sagen wir mal, die hätten hier jetzt Karthago vernichtet. Schließen wir Karthago jetzt mal aus. Spanien war dann ja schon eigentlich unter deren Herrschaft. Aber so Nationen wie halt Ägypten, diese Kiden, muss ich ja auch ganz klar sagen, wahrscheinlich haben die das nicht mal mitgekriegt. Sowas spricht sich jetzt nämlich auch noch nicht ganz so rum, weißt du, Griechenland wird erobert von den Römern und diese Kiden hier merken, da fehlt was, da ist irgendwas los. So war es, glaube ich, eher nicht. Das glaube ich nämlich nicht. Ja. Aber was wäre gewesen, wenn sich auch die ganzen barbaren Völker zusammengetan hätten? Ich meine, die Römer hatten ja Probleme mit den Kimbern und Teutonen. Das war ja nicht so, dass sie absolut so überlegen waren, dass sie da mit null Verlusten da durch jede Schlacht durchgegangen sind. Die hatten ja Probleme mit den Kimbern und den Teutonen. Unter anderem. Die haben, glaube ich, genau, sind ja halt in diesem Bereich, meine ich, haben sie denen massive Probleme bereitet. Bis dann Marius kam mit seiner Heeresreform, die an sich gar keine richtige Reform war. Ja, darüber kann man dann spekulieren und so weiter. Bla bla bla, aber ja, die Römer waren auch sehr auf ihre Disziplin vor allen Dingen angewiesen. Das war ja eine der römischen Tugenden. Die römische Disziplin. Sie waren auf viele Sachen angewiesen und hatten auch oft einfach nur Glück. Hatte ich ja in einem der letzten Parts ja angesprochen, was wäre gewesen, wenn Hannibal einfach Rom erobert hätte. Rom wäre da an den Feind gefallen. Was wäre dann los? Wie hätte sich dann das Römische Reich entwickelt? Naja, Seite vernichtet. Die griechischen Städte existieren auch nicht mehr. Cool. Passiert. Schade. Schade, aber ist halt so. Die armen Griechen. So. Aber den Rest schauen wir uns erst im nächsten Part an. In diesem Sinne bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Part. Euer Hasanat. Ciao!